GEMA, Swisa, Dings da, bla bla. Was hat es mit diesen Verwertungsgesellschaften auf sich und warum haben sie so einen schlechten Ruf? Ich bin Jonas, herzlich willkommen bei Bucher Media. Das ist der Kanal für Content Creator. Hier kriegt ihr zweimal die Woche ein Video, wenn du dich als Content Creator professionell, kreativ und persönlich weiterentwickeln willst, dann lass doch mal ein Abo da und probier es aus, ob es was bringt. Heute sprechen wir über die GEMA oder die Swisa, wie es in der Schweiz heißt. Diese Verwertungsgesellschaften, noch kurz ganz allgemein, was ist überhaupt eine Verwertungsgesellschaft? Eine Verwertungsgesellschaft macht da Sinn, wenn ganz viele Nutzer, eine große Anzahl von Nutzern, einer großen Anzahl von Urhebern gegenübersteht, sodass man als Nutzer nicht jedes einzelne Mal jedem einzelnen Urheber nicht in Kontakt treten muss und irgendwas aushandeln muss, sondern hier kommt eben die Verwertungsgesellschaft ins Spiel, die das quasi alles regelt. Sie ist der Kontakt für mich als Nutzer von Musik zum Beispiel und für den Urheber ist sie auch der Kontakt und ist da zwischen uns. Also absolut sinnvoll, dass es die GEMA gibt oder die Swisa. Jetzt will ich gleich mal vorab sagen, dass das hier kein Hate-Video werden soll gegen die GEMA oder gegen die Swisa, wie es das öfters mal gibt, sondern wir wollen das Ganze wie immer auf dem Kanal differenziert anschauen von zweierlei Richtungen und ich finde es auch immer nicht so gut, über irgendwas abzufluchen, weil es meistens dann immer sehr vereinfacht, wenn man das tut. Es gab zum Beispiel hier auf YouTube ja eine Weile diese Meldungen, wenn man ein Musikstück anschauen wollte, dann kam doch immer die Meldung, dieses Video ist nicht verfügbar und wegen der GEMA, irgend sowas. Das fand ich schon ein bisschen gemein von YouTube, weil YouTube hätte sich ja auch, also das hat ja natürlich diesen GEMA-Hass sehr geschürt, YouTube hätte sich ja auch mit der GEMA irgendwie einigen können. Das hätte der Alphabet-Aktie nichts abgetan, die wäre trotzdem immer weiter gestiegen. Alphabet ist ja der Mutterkonzern von Google und YouTube gehört zu Google. Jedenfalls, jetzt kann man wieder diese ganzen Videos schauen und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist für mich jetzt auch nicht so wichtig. Vielleicht wisst ihr es. Also wenn du das weißt, dann schreib gerne einen Kommentar. Warum kann man jetzt eigentlich wieder die ganzen Videos, Musikvideos auf YouTube schauen? Dann gibt es noch die anderen Hater, das waren damals vor ein paar Jahren die Clubbetreiber und Clubgänger, weil da irgendwie auch was war mit der GEMA, die mussten irgendwie mehr zahlen. Da dachte ich mir auch, come on, hört auf zu flennen. Ihr verkauft durstigen Partymenschen in einem geschlossenen Raum Alkohol. Einen einfachen Business Case kann ich mir nicht vorstellen. Überlegt euch halt was. Wenn ich jetzt so einen Club hätte, dann würde ich so einen VIP-Bereich einführen. Da würde ich so ganz auffällige goldene Armbänder verkaufen. Völlig überteuert. Und den Zugang zu diesem VIP-Bereich macht man dann so über den Dancefloor, so wie ein Steg, sodass auch alle sehen, wer sich das jetzt geleistet hat, diesen VIP-Bereich zu buchen. Und mit einem Teil dieser Einnahmen könnt ihr dann diese GEMA bezahlen. Das dürft ihr gern so übernehmen als Ergänzung zu eurem Geschäftsmodell, Alkohol an durstige Menschen zu verkaufen. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, zu der zähle ich mich. Für die ist die GEMA auch ein leidiges Thema. Und zwar nicht, weil wegen dem, was dahinter steckt, ich finde es nämlich super. Ich will Künstler, Komponisten, Musiker, Sänger, Songwriter
unterstützen, nicht unterstützen, das klingt blöd, ich will dieses Geschäftsmodell unterstützen, dass eben Musiker angemessen bezahlt werden, dass sie auch ihren Lebensunterhalt mit dem bestreiten können, was sie eben gut können. Und das macht ja die GEMA oder die Swisa. Die sorgt dafür, dass da angemessen entlohnt wird und fair. Was ich aber nicht will als Content Creator, mich mit irgendwelchen Tarifen beschäftigen, irgendwelche Merkblätter lesen, irgendwelche Formulare durchgehen und mich festlegen, wofür die Musik jetzt benutzt wird und wie viele Menschen in diesem Raum Platz haben, wo das Video vielleicht gezeigt wird. Das ist mir doch völlig schnuppe egal. Damit will ich mich doch nicht beschäftigen. Und vielleicht weiß ich das ja gar nicht. Vielleicht weiß ich das nicht und dann muss ich dann noch den Kunden fragen, hey du Kunde, wir machen ja dieses Video, ich muss jetzt noch wissen, für was du das verwenden willst, weil das hat nämlich Einfluss auf die Kosten. Und jetzt ist es mir schon klar, dass das für die GEMA oder die Swisa ganz offensichtlich ist, dass man das ja wissen muss, aber für mich als Nutzer ist das nicht wichtig. Da kommen wir zum nächsten Punkt, ich bin ja Kunde dann von der GEMA oder von der Swisa, ich fühle mich aber überhaupt nicht als Kunde. Ich glaube nämlich, der Kunde ist eben der Urheber, der Künstler, und das ist ja auch richtig, das ist auch der Kunde, aber ich als jemand, der Musik nutzt und bezahlt, muss ja auch der Kunde sein und so fühle ich mich überhaupt nicht. Es gibt ja genügend Geschäftsmodelle, wo das so ist, diese zweiseitigen Kunden Herangehensweisen, zum Beispiel beim klassischen Fernsehen. Da ist es ja so, also ich war immer schon ProSieben-Fan, schon als Kind und später auch noch. Es war immer mein Lieblingssender. Und ich dachte immer, die machen ein Programm für mich, für den Zuschauer. Und dann beim ersten Praktikum bei ProSieben dann, wow, geil, ich kann bei ProSieben mithelfen jetzt als Praktikant, diese Sendungen zu unterstützen, die für die Fans, für die Zuschauer sind. Also mithelfen, Fernsehen zu machen für die Kunden. Aber das stimmt überhaupt nicht. Fehlanzeige, die Kunden der Fernsehsender sind nicht die Zuschauer, sondern das sind die Werbekunden. Ganz klar. Und auch völlig plausibel. Ein kleines Beispiel, also die Zuschauer sind nämlich nicht die Kunden vom Fernsehsender, sondern von dem Werbekunden des Fernsehsenders. Also wenn jetzt der Sepp aus Aschheim dieses geile Eis kauft, weil es da gerade eine Aktion gibt, dann ist er ja nicht der Kunde von ProSieben, sondern der Kunde dieses Lebensmittelkonzerns und hat halt einfach nur die Werbung auf ProSieben gesehen für diese Aktion. Und das Coole ist, dass der das ja nicht mal mitkriegt, der Sepp. Der ist nur ein bisschen fettleibig, ein bisschen arm und sitzt da auf seinem Sofa und isst Eis und schaut fern. Und bei der GEMA oder der Swisa ist es eben nicht so. Da kriege ich das irgendwie voll mit, dass ich eigentlich gar nicht der Kunde bin. Obwohl das da schon heißt auf der Seite für Kunden und das andere für solche, die eben Musik produzieren. Aber ich fühle mich halt nicht so. Und das ist eben anders bei Artlist zum Beispiel. Und eine ganz lange Zeit gab es gar keine Alternative zu GEMA-Musik. Es gibt immer noch keine, meiner Meinung nach. Aber es scheint eben eine zu geben, zum Beispiel eben Artlist, wo man einfach jährlich zahlt und einen Pauschalbetrag und dann die ganze Datenbank nutzen kann. Es wird dann ein Betrag abgebucht von meinem Konto oder PayPal oder was auch immer und ich weiß das im Hinterkopf, aber eigentlich, wenn ich Musik brauche, dann hole ich mir einfach da die Musik und das ist ja einfach unsere digitale Konsumgesellschaft, die tickt ja so. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es muss alles immer verfügbar sein, sofort und am liebsten gratis. Aber in Wirklichkeit ist eigentlich fast nichts gratis oder kostenlos. Irgendjemand muss ja bezahlen. Und der eben das schafft,
jemanden, der eben was produziert, für den ist es ja nicht kostenlos. Und deswegen ist es für mich auch ein unterstützenswertes Modell mit der GEMA oder der Swisa, weil ich will ja eben den Künstler bezahlen, fair. Und bei Artlist ist es halt anders. Ich weiß nicht, wie die das machen, die Komponisten und Musiker dort. Aber mit meinen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel ich zahle. Könnt ihr ja übrigens in dem Video von letzter Woche nachschauen, da haben wir drei Libraries vorgestellt. Eine gratis, eine, wo man pauschal zahlt, eben Artlist. Und eine, meine Lieblingslibrary. Lieblingslibrary, Lieblingslibrary. Sag das mal ganz oft hintereinander. Lieblingslibrary, Lieblingslibrary, Lieblingslibrary. Könnt ihr auch noch anschauen. Hier oben habe ich das Video verlinkt. Und solche Geschäftsmodelle wie das von Artlist geht eben in Richtung wie Netflix oder Spotify. Die Nutzererfahrung mega gut. Und die Nutzererfahrung bei der GEMA und der Swisa, die ist übelst. Auch mir ist schon bewusst, dass da in den letzten Jahren Verbesserungen gab. Aber nur weil irgendwas verbessert wurde, heißt es noch lange nicht, dass es jetzt geil ist. Und das ist für mich ein bisschen ein emotionales Thema, weil ich liebe einfach gute Musik. Gute Musik ist einfach so wichtig für ein gutes Projekt, für ein gutes Video. Gute Musik transportiert genau die Botschaft, die der Kunde vielleicht transportieren will, und sie widerspiegelt die Qualität, die der Kunde vielleicht verkaufen will. Und ich liebe es einfach, genau den richtigen Track zu finden für das richtige Video. Und das habe ich bei Artlist halt noch nicht. Das ist nicht so gut wie die etablierten Libraries. Diese Musik hat einfach noch bei Weitem nicht diese Qualität. Vielleicht wird es dann irgendwann so sein. Dann hat die GEMA dann ein Problem und die Swisa. Und ich glaube auch, dass das eh die Entwicklung ist. Auch wenn ich die nicht unterstütze, ist es so, dass immer mehr Projekte in die Richtung Artlist gehen. Weil es liegt nämlich, folgende Entwicklung könnte passieren. Wenn ich nämlich jetzt als Content Creator arbeite und mich bei Artlist bediene, da habe ich ja diese Pauschale pro Jahr, dann könnte ich hergehen und für das Kundenprojekt einfach auch eine kleine Pauschale auf die Rechnung setzen. Eine Position, Musiknutzung, paar Franken. Und ich kann es aber auch so machen, dass ich sage, das ist in meinem Tagessatz inbegriffen. Weil diese Pauschale ist ja so gering, ich kann einfach sagen, das ist in meinem Schnittplatz oder in meinem Tagessatz einfach inbegriffen, und der Kostenpunkt Musik taucht auf der Rechnung überhaupt nicht mehr auf. Und das wird dazu sorgen, dass der Kostenpunkt Musik im Kopf des Kunden überhaupt nicht mehr präsent ist. Das ist aber falsch, weil Musik ist wertvoll, Musik ist wichtig, das muss ein Kostenpunkt bleiben. Und deswegen muss ich da die Nutzererfahrung halt einfach ändern. Weil eben, ich will gute Musik, ich will dafür bezahlen, ich will dein Kunde sein, liebe Swisa, aber ich will nicht Tarife durchforsten, Merkblätter lesen oder mich dafür entscheiden, was jetzt der Nutzen ist von diesem Lied, was ich lizenzieren will, wo das gezeigt wird und auf welchen Plattformen. Das will ich alles nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht als Content Creator. Vor allem will ich auch überhaupt nicht meinen Kunden sagen, dass ich noch gar nicht weiß, wie teuer das wird mit der Musik. Ich muss erst noch auf die Rechnung warten, die dann irgendwann per Post kommt. Das ist ja mega ein Unding einfach. Ja, es ist ein Dilemma. Es ist einfach crazy. So, was sind eure Gedanken zu dem Thema? Würde mich interessieren. Aber auch, wenn ihr da Kommentare schreibt, bleibt auch ihr bitte nett und differenziert. Und schreibt gerne, was eure Gedanken sind jetzt zu diesem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt uns ein Like. Und wenn euch solche Videos allgemein gefallen, dann abonniert gerne den Kanal. Würde mich freuen. Ah ja, noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Meine ganz persönliche Erfahrung mit der GEMA. Ich bin ja als arbeitsloser Migrant nach München gekommen
Und Priscilla hat die Musical Academy besucht und ich habe Bewerbungen geschrieben. Und dann war eine Stelle frei bei der GEMA am Rosenheimer Platz und ich bin, weil ich ja Zeit hatte, persönlich vorbeigegangen. Und ich wollte gerade so den Umschlag in den Briefkasten werfen, da hat mein Handy geklingelt. Also so ist es in meiner Erinnerung passiert. Und dann war die Nachbarin dran von uns und die hatte einen Job für mich bei ihrem Arbeitgeber, den habe ich dann gleich genommen und habe den Umschlag wieder aus dem Briefkasten wieder rausgenommen. Das war meine naheste Erfahrung zu der GEMA. Ja, und somit ist dieses Video jetzt auch zu Ende, so wie die Fahrt hier. Ja, haltet die Ohren steif, wir sehen uns im nächsten Video. Seid lieb, seid nett. Ciao.